Moin moin liebe Leute und herzlich willkommen auf Hilos TV, ein weiteres Spiel in unserer Let's Play Together ja, Sektion, dieses Mal Anno 1800, wir haben es ja schon so ein bisschen angekündigt, dass wir uns das mal anschauen werden. Mit dabei wieder unser Floschbert. Und wir haben bis jetzt eigentlich nur quasi die Voreinstellung gemacht, wie ihr sehen könnt, Benutzer definiert, wir spielen auf einem relativ simplen Schwierigkeitsgrad. Ich habe schon relativ viel Erfahrung in Anno, ich habe exzessiv Anno 1404 gespielt. Danach allerdings jetzt die neueren Teile 2070, zum Beispiel dieser Futur-Scheiß, den habe ich dann auch nicht mehr gespielt. Also ich kenne mich ein bisschen mit Anno aus. Der Floschi ist halt ein absoluter Anfänger und dementsprechend ist, denke ich mal, der Schwierigkeitsgrad jetzt gerade ganz gut. Jetzt muss ich erst mal gucken, wie die Insel aussieht. Das sieht schon ganz gut aus. So raus aus Karten, du. Das ist auch eine kleine Insel, du. Ich habe eine ganz okay Insel, aber Hier kann ich mich nicht aufbauen. Scheiße. Nee, das ist keine schöne Insel, die ich hier bekommen habe. Ja gut, muss so sein. Wir kennen uns jetzt auch noch nicht so wirklich aus mit den Voraussetzungen, Sie also wie haben man ein jetzt am neues Zwischenziel sinnvollsten bauen erreicht. kann und dergleichen. Von daher, das muss ich alles nochmal zeigen, wie es letzten Endes wird. Das Gute ist, man sieht ja nicht, wie ich baue. Ah, das wollte ich doch gar nicht. Haha. Rückgängig machen. Ich habe hier Büffels. Kann man Ja, das kann wohl jagen? sein. Ne, Keine Ahnung, was man damit anfangen Jäger gibt's soll. da Nee, nicht Jäger mehr. gibt es in dieser in diesem Toll. Spiel nicht mehr. Das finde ich nicht gut. So, jetzt muss ich mal kurz gucken, dass ich hier meine Holzindustrie irgendwo zum Laufen bringe. Zack, einen Weg dahin und einen Weg. Bisschen Symmetrie muss ja schon rein hier, ne? Ja. Sieht halt sehr blöde aus. So, Holz steht. Oh, die sind traurig, die haben keinen Marktplatz. Tja, Pech gehabt, kriegt ihr auch nicht. Heute gibt's keinen Marktplatz mehr. Genau, ihr Lumpis. Ja, ist ja okay. So, dann ist es mal so. Also ich habe immer wieder mittlerweile festgestellt, dass man relativ viel am Anfang in die Holzversorgung investieren muss. Holz ist eigentlich am Anfang doch Flaggschiff steht zu relativ Dienst. lange Mangelware. Wie viel brauchst du denn? Ja, eine Menge. Jetzt ehrlich? Ich werde jetzt natürlich nicht meine Spielegeheimnisse hier weiterbringen. Also Spannend. ich will ja schon irgendwann auch noch mal kurz ein bisschen fertig Hä? machen, ne? Wir sind Freunde. Nee, wir spielen auch nicht im gleichen Team, also kommen wir hier nicht mit Freunden an. Okay. Ja, Dann wir hör haben uns doch im nicht zu, Vorfeld dass auch ich gleich nicht. mit meinem Flaggschiff vorbeikomme und dich wegbrätze. Ja, das kannst du mal versuchen. Komm doch mal vorbei, mein Freund. Ja. Wir haben im Versprochen. Vorfeld auch nicht allzu viel zu dem Thema Anno 1800 gelesen oder dergleichen. Wir sind also tatsächlich relativ jungfräulich an die ganze Sache rangegangen. Das Einzige, was ich weiß, ist, dass Anno wieder einmal Wir als, kümmern ja, uns hier um wie alles. soll es auch anders sein, Aufbausimulation quasi rausgekommen ist. Dementsprechend gibt es hier wenig Möglichkeiten, wirklich jetzt irgendwie Krieg zu führen oder so. Das finde ich nach wie vor ein bisschen schade. Finde ich nicht ganz so geil. Oh, kann ich mal gucken, ob ich das geiler bauen kann. Perfekt, das mache ich doch nachher dann direkt. Das finde ich tatsächlich sehr schade, aber auch da wird sich dann letzten Endes später mal zeigen, wie es dann, ja, letzten Endes läuft. Kann natürlich auch sein, dass es trotzdem super cool ist. Reicht das oder braucht er eine Straße? Ja, ich finde das halt irgendwie schade. Ich finde auch jetzt so im ersten Teil, das hat immer auch Spaß gemacht mit den kleinen Kriegereien. Und die habe ich dann auch in den späteren Teilen doch. Also 1404 hat ja auch noch ein relativ ausgeklügeltes Schlachtensystem geboten. Und dann irgendwann haben sie es irgendwie wegrationalisiert. Ich weiß auch nicht. Wie man jetzt so genau die perfekte Siedlung baut, ist mir auch noch nicht so ganz bewusst. Bei zumindest Anno 1404 Sie hatte ich haben nachher ein so neues meine, Zwischenziel ja, erreicht. Standard Baustrukturen, sage ich Bild. mal. Da muss man jetzt noch mal wieder reinkommen. Aha, da ist ja schon die Helikoliek. Schon noch mehr forschen oder was? Was denn? Nein, 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 nein.
Das schon? Das reicht schon. Kommst du hier hin? Und dann kommst du hier hin. Oh, dieses Kind immer. Mama, dürfen wir auf dem Acker spielen? Ja, lass die Mama. Doch auf dem Acker spielen, ey. Was hast du denn für Probleme? Jetzt habe ich schon wieder den Fehler gemacht. Ach, ich Idiot. Welchen? Mach ich nicht. Spielstand. Nee, du solltest am Anfang auf jeden Fall erst Arbeitskleidung anfertigen und dann Schnaps. Warum? Weil Arbeitsbekleidung als Bedürfnis gilt und Schnaps zur Zufriedenheit beiträgt. Dann noch mal ein paar Siedler hier dazu. Ich habe zum Beispiel auch gelesen, man sollte nicht zu schnell zu viele Siedler bauen. Warum? Weil das am Anfang, also jetzt an den Einstellungen ist es wahrscheinlich egal, aber es soll wohl sonst ziemlich zügig auf die Bilanz gehen und du darfst auch nicht zu viele zu schnell upgraden, weil du auch selbst Farmer noch brauchst, beziehungsweise die Ach so, ja, das ist ja klar. Du kannst jetzt nicht alle deine Gebäude upgraden, weil du dann halt das Problem hast, dass dir die Arbeiter für die niedrigeren ja, Klassen, sag ich mal, dann fehlen. Die niedrigen Arbeiten. Richtig. Komm her! Ach guck, Alonso Grace stellt sich vor. Aber wo? Keine Angst, ich beiße nicht. Okay, was ist das denn für ein Psycho, ey? Psycho! Was hat der denn hier? Arbeiterhaus? Willst du mich verarschen? Hat er mit uns angefangen? Das kann ja wohl nicht wahr sein. Der scheint ein bisschen voraus sein. Bei 2070, ich habe es zumindest so in Erinnerung, da waren die NPCs, ich weiß nicht, ob das von Ubisoft so gewollt war, aber da konnten ja die... Reizend, dich hier zu treffen, da Schätzchen. Stellt sich die nächste vor. Ein kleiner Rat. Pass immer gut auf dich auf. Ich wollte gerade kurz mal eine kleine Brücke bauen. Kostet einfach mal 20 Holz. Okay. Kannst du knicken, mein Freund. So. Und du kommst mit dazu. So. So, kommt Leute. Ihr müsst hier mal ein bisschen schneller arbeiten. Das war's, was ich sagen wollte. So, wo bin ich jetzt hier hingefahren eigentlich mit meinem komischen Schiff? Ach, da ist okay. Steht zu Diensten. Ist auch die Insel. Ja, der Schwierigkeitsgrad, also zumindest bei 1404 war es ja dann so, dass der Schwierigkeitsgrad maßgeblich damit zusammenhing, auch wie sich der Computergegner aufbaut. Haben wir jetzt zum Beispiel auf einem schwierigen Schwierigkeitsgrad gespielt, dann hat der NPC sich jetzt auch nicht so schnell aufgebaut. Also nicht langsamer, nicht schneller, sondern in deinem Tempo quasi. Dafür hat er irgendwann so eine Obergrenze gehabt, wo er sich einfach nicht mehr weiterentwickelt hat, was ich immer super dumm fand. Dementsprechend musste man halt auf einem höheren Schwierigkeitsgrad spielen, um auch im Endgame noch einen attraktiven Gegner zu haben. Was dann aber dafür gesorgt hat, dass halt der Anfang relativ holprig war immer. Da musste man dann schon so ein bisschen Glück haben, um da durchzukommen. Also das war dann tatsächlich interessant. Ich bin mal gespannt, wie sich das hier darstellen wird. Also wir haben jetzt ein bisschen Erfahrung in der Beta gesammelt. Wir haben noch ungefähr so... weiß nicht, 2-3 Stündchen haben wir gezockt. Und dann war es das aber auch. So, jetzt brauche ich hier langsam mal ein paar. Sie gehören Ach, schon, an, das hier da. Sollte ich wohl besser einem Stadtmenschen vorlegen. Wimmelbildaufgabe, das finde ich auch irgendwie Blödsinn. Hast du schon eine Aufgabe gefunden? Ja. Dann würde ich mal kurz angucken. Okay. Ja, ich finde die halt irgendwie relativ stumpf. Ah, da ist auch schon der Wolf. Dann habe ich sie auch schon erledigt. Sowas mag ich nicht. Weißt du, dann bringst du da so auf Gedeih und Verderb irgendwie so ein zusätzliches Spiel mit ins Game rein und dann ist das einfach nur Crap. Also, hätten sie sich auch sparen können. Aber gut, mal schauen, wie die noch werden in der Zukunft. So, komm, ich brauche mehr Leute. Komm.
rein hier in meine Häuser. Das sieht gut aus, das sieht gut aus, alles klar. Läuft doch. Und direkt eine Feuerwehr bauen. Bisschen Schnappes hier, ne? Mama, dürfen wir auf dem Acker spielen? Okay, warum genau? Spielstand gespeichert. Hast du keine Bäume? Achso, der hat kein Holz, alles klar. Ja, das genaue Verhältnis ist für mich auch aktuell noch ein Mysterium. In den vorherigen Teilen gab es ja relativ klare Regeln. Sprich, man hat jetzt einen ressourcenherstellenden Betrieb gebaut und dann einen weiterverarbeitenden Betrieb oder im Verhältnis 2:1 oder Verhältnis 1:2. Hier ist das alles so ein bisschen verwischt, habe ich so das Gefühl. Dass man da nochmal schauen muss, wie jetzt eigentlich letzten Endes dann die sinnvollste Option ist, seine Stadt auszubauen. So, und das kommt auch nochmal kurz dazu. Für die beiden dazu. Ja, eigentlich auch schon. Sie haben ein neues Zwischenziel erreicht. So, dann gucken wir schon mal, wo wir dafür den Standort haben. Da. Ganz so schön. Ehrliche Arbeit. So. Auch neu ist hier auf jeden Fall die Sache mit den Lagerhäusern. Dass du die jetzt wirklich in dem jeweiligen Bereich haben musst, um überhaupt, dass überhaupt Ressourcen abgefarmt oder abtransportiert werden. Zumindest bei 14.04 war es halt noch so, dass man mit jedem Marktplatz, den man gebaut hat, die Insel quasi immer erweitert hat. Also man konnte jetzt von Anfang an nicht die ganze Insel bebauen, außer man hat halt überall direkt die Warenhäuser hingeklatscht, was man sich am Anfang eigentlich nicht leisten konnte. Das ist also auf jeden Fall auch eine Neuerung. Bin auch mal gespannt, wie sich das so insgesamt aufs Spiel auswirken wird. Also eigentlich finde ich es cool, dass man die ganze Insel von Anfang an... Kopf über den Wolken. Soll ich ihn herunterholen? Ja, komm doch rüber hier, mein Junge. Sag mal, wo bist du eigentlich? Geht sich gar nichts an. Weißt du, was wir mit Royalisten tun? Wir schicken sie zu den Fischen. Ich habe anscheinend die Piratin gefunden, die kleine dreckige Maus. Die kleine dreckige Maus. Wo war nochmal Drehen von Gebäuden? Punkt, Komma. Default. Punkt, Komma, klar. Und nur Holz. Leute, Holz. Kadre Holz ran hier. Ich könnte, glaube ich, noch einen weiteren Förster gebrauchen. Naja, okay, das ist die Piratin, alles klar. Das sieht ja schon ziemlich cool aus, muss man sagen. Das ist doch mal ein Türmchen hier. Sehr nice. Also ich finde diese Piratendörfer, beziehungsweise diese NPC-Dörfer, die haben es auf jeden Fall wieder richtig geil gemacht. Sieht aber echt richtig cool aus. That's true. True Story. Yeah, yeah. Komm, gib mal Holz, gib mal Holz, gib mal Holz, gib mal Holz, gib mal Holz. Loschi, wie läuft's bei dir? Es geht schleppend voran. Ah, das dachte ich mir. So kennt man dich ja, ne? Richtig, ich bin da etwas träge. Da haben wir wieder eine Insel erforscht, aber da ist auch der Flaschi nicht drauf. Bei mir werden mutige Feuerwehrleute ausgebildet, toll. Ich baue jetzt erst eine. Ich wollte gerade sagen, brauchst du auch immer mal eine Feuerwache. Wie in der Beta. Oh, bei mir brennt es. Das war witzig. Das war witzig.
Zack. So, das läuft auch schon mal. Was ich jedenfalls empfehlen kann, am Anfang auf jeden Fall viele Ziegeleien und Lehmgruben zu bauen. Also zwei sind eigentlich in meinen Augen schon Pflicht, weil die Rohstoffproduktion sowohl Holz als auch Stein als auch Metall alles relativ lange braucht. Und da ist man auf jeden Fall gut mit beraten, wenn man da am Anfang ordentlich investiert. Also wie ihr jetzt auch gesehen habt, direkt vom Startwerk habe ich so eine riesige Holzfarm gebaut. Einfach um da die Holzproduktion zu gewährleisten. Ich kann mir sogar vorstellen, dass man noch mit deutlich mehr Holz am Anfang ganz gut fährt. Aber auch nur Spekulation. Ich habe vorhin irgendwo gelesen, dass du mit den mit einer Lehmgrube kannst du zwei Ziegeleien voll versorgen. Ja, das denke ich auch, dass das so ist, ja. Da habe ich den dicken Flaschi doch gefunden. Bereit für neue Befehle. Sehr schön. Schöne Insel hast du da. So, dann werde ich hier auch gleich nochmal die zweite Ziegelei bauen. Gleiche Richtung. Was gut aussieht. Hätte ich eigentlich woanders hin bauen sollen. Ach, ist egal. Passt schon. Passt schon, passt schon. So, jetzt muss ich mal kurz gucken, wie ich mich entwickle. Hier ist Stadt. Bis da, das ist nicht egal. Hier nochmal hoch und ihr geht hoch. Perfekt. So, das hätten wir. Ups, falscher Knopf. Die reichen ja gar nicht, die Bauern. Diese Bauern. Scheiße, Scheiße, verklickt. Das Emporium Exotique freut sich über deine Gunst, okay, wenn du sie dir leisten kannst. Exotique? Dreht's am Teller. Dreht's am Teller, weil sie Fremdsprache spricht. Wer ist am Teller? Die junge Dame, die mich gerade... Die junge Exotique-Dame. Keine Ahnung, wie die heißt. Die... NPC-Troller. Ne, das ist scheiße so. Ja, ja. Komm, du gehst einen weiter rüber. Dann würde ich hier ein Lagerhaus hin haben. Nein! Wo kann man das denn hinbauen? Ja, dann ist das hier doof. Die Ecke ist ein bisschen zu eng gebaut hier, muss ich sagen. Das habe ich nicht gut gemacht. Was hier überhaupt? Brauche ich hier überhaupt? Ja, das ist doch das falsche Gebäude. Bin ich bescheuert oder was? Ehrlich, Antwort? Mein Gott, ey, wie dumm. Das war jetzt echt mal stupido, ey. Dann bauen wir hier das Lagerhaus hin. So, dann passt das nämlich dahin. Ich brauch Holz. Flosch, ich brauch Holz. Hast du Holz? Gib mir Holz. Nee, meine Frau geht auch runter. Alter, ohne Witz, ich brauch noch mehr Sägewerke. Was für Scheiße. Schick, schick. Also die NPCs haben sie echt gut hinbekommen. Das sieht echt nice aus. So, gucken wir nochmal, was wir nochmal bauen können hier. Passt soweit alles. Ein Stern, was willst du? Ah. Perfekt. Gleich mal ein bisschen die Insel aufgehübscht. Finden Sie und holen Sie die Wildtiere. Gefunden. Geh weg da. So, das passt hier auch. Das kann ich noch nicht bauen. Ein Bäuerhütchen. Ach, eins fehlt. So, gucken wir uns mal den Floschi an. Oh, der expandiert ja richtig mächtig hier, Floschilein. Was ist denn los bei dir? Was laberst du? Tja, sieht ja richtig professionell aus hier. Du bist ein Spasti. Ich bin begeistert. Nee, sag, was ist passiert? Was ist falsch? Nö, nix.
Sieht professionell aus. Ach, du bist ein Lump, ey. Wieso? Was denn? Ja, ich war Sarkasmus. Tatsächlich noch mal ein Frösch da. Brauche ich noch mal eben hier. Am dümmsten hin. Ich brauche so. Mehr. Nein, ich brauche Zwiebeln. So. Jetzt sollte es aber eigentlich passen. Die anderen arbeiten aber, glaube ich, auf. Und die arbeiten alle ziemlich schlecht. Ja gut, das ist wahrscheinlich, weil die bei mir jetzt überlappend sind. Das ist dann wohl doch nicht ganz so gut. Da muss ich mich noch mal ein bisschen mit auseinandersetzen. Gespeichert. Ich habe eigentlich gedacht, dass das funktioniert. Aber es scheint nicht zu funktionieren. Aber gut, das behalten wir im Auge. So, das Ding wird auch gebaut. Ziegelein. Sagen meine Ressourcen, passt. Das wird jetzt langsam sicher kommen. Okay, sehr schön. Arbeiten auf 90 und 80, das ist auch in Ordnung. Soundtrack gefällt mir dieses Mal auch sehr. Haben sie gut gemacht alles. Sieht echt cool aus. Wie geht's? Den habe ich etwas leise gestellt. Ja gut, ich meine, irgendwann wird es halt langweilig, ne? Wenn man es jetzt ein paar Minuten gehört hat oder so, ist es halt letzten Endes Dauerschleife. Ist jetzt halt auch nicht Sie legendär. Haben ein also. Neues Zwischenziel Ach, guck erreicht. An. Bin ich da auch schon mal in der Hafenstadt, das sieht auch schon mal gut aus. So, die kommt auf jeden Fall schon mal hier hin, aber noch nicht. Was hast du jetzt schon alles gebaut? Hast du schon Schweinschiss? Schweinschiss habe ich schon. Ja. Auch schon, ja klar, ey. Wo sind deine Ziegelei? Ach, da hinten. Was ist gleich hier mal eben? Ich rede von Sparta. Wollen wir noch lange aus hier? Lange aus. Das funktioniert leider nicht. Ob ich das so hinbekomme. Das Getreidefeld braucht auf jeden Fall unglaublich viel Platz, beziehungsweise diese Getreidefarm, die ihr hier jetzt sehen könnt. So. Ein Feld, das kann ich mir erlauben. Ach du Scheiße, was hab ich denn jetzt hier gebaut? Der bleibt da, der bleibt hier. So. Alter, was ist mit ihm? Wieso, was ist mit wem? Er meinte gerade, komm näher. Ich will deine Haut riechen. Ja, der ist ein bisschen freaky, der Typ. Ja, ist ein bisschen wie du, ne? Was soll das heißen? Ach, ich hab grad nur laut gedacht. Hab ich dir was gesagt? Ich hab dir schon mal gesagt, du sollst aufhören mit dem Denken. Das kannst du den Pferden überlassen, die haben einen größeren Kopf. Ich brauch mehr Schnappes. Scheiße. Wollte ich doch gar nicht. Okay, das passt jetzt erstmal. Das kann ich auf jeden Fall wieder upgraden. Du kommst doch mit ins nächste Zeitalter. Oh, jetzt brauche ich wieder normale Häuser. Ja. Die Jungs haben ja aber einen Bedarf, du. So. Und so. Brauche ich dafür? Ziegelsteine. Go, Ziegelsteine. So, mal kurz bei der Konkurrenz gucken, was der Floschi macht. Knuffig. Richtig knuffig. Ja, sieht gut aus, Floschi. Machst du richtig gut. Bist vielleicht ein bisschen langsam, aber ansonsten ist alles okay. In der Ruhe liegt die Kraft. Ne? Ja. Komm, gib mir die Ziegelsteine. Yeah, du. Weil du schon 43 Stunden mit dem Spiel hinter dir hast. Nein, ist das Spiel noch gar nicht veröffentlicht. Ja, doch. Mit Beta?
Ja, genau. Klaus Peter hast du ja auch gespielt. Alpha. Habe ich alles gespielt, ja. Ich habe alles mitgenommen. Das Spiel mitentwickelt. Oh, gut aus. Wurst sieht ein bisschen schlecht aus. Da müsste ich gleich nochmal kurz nachsteuern. Ich bin auch gerade überlegen, ob ich eventuell. Das kriege ich, glaube ich, nicht hin. Nee, ist auch egal. Lassen wir es mal so bestehen. Schweinefarm. Das ist zu wenig. Zu wenig. Spielstand. Das machen wir jetzt doch anders. Arbeitet der denn? Ja, okay, das ist in Ordnung. Die nehmen sich so ein bisschen gegenseitig gerade die Ressourcen weg. So, dann sollte der ein bisschen mehr produzieren. Gut, das haben wir. Da oben ist alles in Ordnung. Ich muss gleich auf jeden Fall nochmal wieder welche upgraden. Grade du mal ab. Letzten Nanoteil gehasst. Ja. Nein. So, Bauernhäuschen. Haben wir hier nochmal kurz eine Fraktion. Das sieht alles noch sehr, sehr gut aus. Uns geht das Material. Ah ja, chill, chill. Kommt gleich. Ziegel. Ich höre nicht mal die Nachbarn. Was will er denn noch? Wieso kann ich ihn nicht upgraden? Achso. Bleiben die Einwohner, kommt in meine Insel, kommt. Es ist das Paradies auf Erden. Ja, genau. Wenn man den alkoholisierten Chef mag. Sollte mein Schiff dahin vielleicht mal wegholen. Anweisungen. So, das ist doch so eine hübsche kleine Mini-Insel. Ich bin echt mal gespannt, wie sich die NPCs so ausbauen. War schon mal nicht schlecht. Die sind wahrscheinlich schon fertig. Nee. Die sind. Also auf jeden Fall hinter mir. Bei dir ist das nicht der Fall. Aha. So, Produktion läuft. Ah, ich hab so wenig Typis hier. Flushy. Mir fehlen auch Einwohner. Wo bleiben die? Sagen Sie mir. Sind sie moralisch integer? Oder auch nur so ein schurkischer Langfinger. Das wirst du bald feststellen. Alter, das sehen aber auch geil aus. Man muss sich das mal in der Realität vorstellen. Ja, da kommst du so hier hin in so eine Felseninsel und du denkst dir so, ey geil, da baue ich meine Base drauf. Und dann baut da hier so ein Mörderteil hin mit Verteidigungstürmen. Ich glaube, ich sollte da abbauen. Kampfmusik? Fragezeichen? Bruder! Sorry, nix für ungut, ich bin schon weg. Mal kurz vorbeigucken. So, da passt alles. Was sagen denn meine Bürger? Das sieht doch gut aus. Wir brauchen eine Kirche, die Schweine. Ja, kriegt ihr gleich. Oh, mehr Wurst. Szene von Sporta. Was eigentlich aus? Der produziert am Limit kein Fleischwurst. Perfekt, 1 zu 1. Das ist doch schon mal nicht schlecht. So, dann so, ich glaube. Nee, das ist scheiße. So. So.
und so. Wir aufrüsten hier. Oh, eine neue Aufgabe. Meine Frau meinte, ich könnte sie ja mal fragen. Oh, ein Rätsel. Oh. Ich würde ungern den Vorarbeiter deswegen anrufen. Okay, ich glaube, da weiß ich schon, wo die sind. Die sind. Sorry. Die sind bestimmt irgendwo am Saugen. Ziegelein, nicht in der Pette hier. Ah, ne, da ist sie. Da sind sie doch. Moin. Nicht übel, Boss, wirklich. Du. Das ist der Grund, warum ich der Chef bin, ne? Ja. Oder so ähnlich. So, jetzt muss ich mal kurz ein paar Leute upgraden hier. Die sind leider noch nicht bereit. Fertig. Mehr. So, ich guck gerade mal auf den Timer. Wir sind schon wieder bei über einer halben Stunde. Oh, jetzt kommt noch die Zeitung. Kann ich die so. Ah, was ist denn das? Und dass wir die Wahrheit oder etwas ganz Ähnliches in meiner. Unserer Zeitung drucken dürfen. Ja, komm, ich veröffentliche die so. Ist in Ordnung. Keine Änderungen. Bastard. Wirklich? Ja, ja. Keine Änderungen? Ja. Okay, nochmal. Wir sind am Ende dieser Episode angekommen. Ich hoffe, ihr hattet eine ganze Menge Spaß bei unserem ersten kleinen Let's Play Together zu Anno 1800. Weitere Folgen werden definitiv folgen. Wenn ihr Kritik, Anregungen oder auch Fragen habt, immer raus damit. Ich würde mich freuen, da dann ein bisschen was zuzulesen und euch die eventuell dann in Zukunft beantworten zu können. Wenn euch diese Folge gefallen hat, lasst uns gerne ein Abo da oder einen Daumen hoch oder beides. Und auch wenn sie euch nicht gefallen hat, lasst uns gerne ein Abo da. Whatever. In diesem Sinne auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschö. Wir sehen uns.